Willkommen zurück bei Dead Stranding. So, 60 Minuten habe ich Zeit. Ja, ich beeil mich extra nur für dich. So. Briefkasten hier. Da ich bin in noch keinem chiralen Netzwerk, oder? Ich glaube nicht. Okay, ich versuche mich ein wenig zu beeilen. So. Okay. Kann ich hier? Ich glaube nicht. Da. TCK. Nein. Schade. Okay, da vorne ist eine Seilbahn. Der Pilz wäre bestimmt auch hilfreich. So. Okay, Seilbahn gut, Pilz gut. Nein. Blöder Regen oder Schnee macht alles kaputto. So. Was bräuchte ich noch? Ich bräuchte so ein Online-Generator, also so ein Generator. Seilbahn hier. Okay. Das war so. Briefkasten. Ich bin doch hier im Chiral. Oder hier. Nee, hier drüben, oder? Nein. Okay. So, ich muss oder ich will hier zur Seilbahn. Ich will zur Seilbahn, ich will zum Pilz. Und hoch mit uns. Holy moly, ob ich da rüberkomme. Also ich weiß jetzt schon, ich lege mich 100 pro aufs Maul. Und auch nicht. Jawollo. Oh. So. Sehr schön. So. Habe ich hier keine Verbindung. Okay. So, die Seilrutsche ist zwar cool. Oh, shit. Fast hätte es mich gelegt. So, Freunde, da vorne ist eine Leiter. Gut, ich gehe schnell mal zum Pilz. Und... So. Ich kann doch aber auch... 10 Minuten vergangen. Oh, wie schaut's aus? Das Wetter hat sich nicht gebessert. Sehr schön. Das hätte ich mir auch... denken können. So, ich versuche irgendwie zumindest nicht hier zu den GTs. Kann ich hier was bauen? Ja, Seilrutsche. So, wenn ich die jetzt hier hinbaue. So. Vielleicht. So, und nach unten. Gut, runter ist es ja immer einfacher. So. Normal. Vielleicht dürfte sie gut stehen. Hoffe ich doch mal. So, ich hoffe mal. Holy shit, da geht's nicht runter. Komme ich hier irgendwie ohne mich aufs Maul? Ah, langsam. So. Oh, no. Langsam. So. Ach, nicht hier. Puh. So. Okay. Lass mich irgendwie versuchen. Ja, das nehme ich mit. Dankeschön.
Na, ah, Sandalenkraut. Shit, ich habe eigentlich gehofft. Wo? So, kann ich ja bauen? Ja. So, das langt. Oder das würde mir langen. So, hier noch eine Rutsche. Ich hab echt keine Ahnung, ob ich hier überhaupt... So, da eine Rutsche, da eine Rutsche. So, nochmal die Karte. So, ich muss jetzt irgendwie... hierher. Und zwar... so, irgendwie... ja, langsam, langsam, langsam. Okay. Holy shitterino. Oh, Backe, ich hätte vielleicht ein Seil mitnehmen sollen. Shit, komme ich hier? Nein, hier geht's nur hoch. Okay, kann ich? Ach du Heilige. Also normal wäre das Fuß gebrochen. So. Beschädigt, Truck. Ja, von mir aus. Holy moly. Echt beknacher. Oho. Anhalten. Dankeschön. So, jetzt hier runter. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Was ist das hier? Ja, hier lang. Also, never ever, ciao. Shit, shit, shit. Das brauche ich. Weg, weg, weg mit euch. So, und raus aus dem Matsch hier, weg. Shit, Freunde, ich habe... echt keine Zeit für euch. Tut mir wirklich, wirklich leid, aber... nee. Nee, nicht schon wieder. Bekackter Fluss hier. Ich hasse den Fluss. Ich hasse, hasse, hasse den Fluss. So. Okay. Ja. Und komme ich hier so einfach hoch? Ich glaube nicht. Okay, dann hier. Hier komme ich hoch, oder? Jawohl. So. TCK. Nein. Ja. So. Also ich bräuchte echt viel, viel, viel mehr TCKs. So. Dann mal hier lang, oder? Ja. So, da drüben irgendwo muss der Truck stehen. Dankeschön. Danke. Konstruktion abgeschlossen. Also so langsam habe ich... echt keine Ahnung mehr, wo ich hier hinlaufe. So, hier will ich lang. Und quer durch. Ja, das war doch ein Generator. Genau. So. Holy shit. So. Jetzt hier. Genau. So. Irgendwie zum Truck. Dann den Truck benutzen.
Also ich glaube, mit dem Bike wäre das alles viel, viel einfacher. So, schön hier lang und da hoch. Schön, schön, schön. Und so. 20 Minuten, das wäre schon mal... Holy crap. So. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. So, jetzt muss ich eigentlich nur hoch. Genau. Kann ich mir vielleicht noch... Gut, ich komme ja eh wieder. Ich komme ja eh wieder. Dann kann ich mir so ein TCK oder zwei, drei Stück noch herstellen, mitnehmen. So. Einmal. Ja, danke, danke, danke. So, Seilrutsche. So, muss ich... Wo muss ich überhaupt hin? Ich muss hoch. Ich muss erstmal zu dem hier. Ja, zu dem will ich. Hallo? Kann ich den irgendwie... Ziel wählen? So, und ja. So, das passt schon mal. So, normal müsste man... Shit, das war der falsche. Shit, 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 shit. Oh nein! Shit happens. Das ist doch... Ja, das ist echt der falsche Weg. So, zu dem. Und wieder zurück. So, prima donna. Und jetzt zu dem. Ich muss hier irgendwo lang. Da, zu dem da oben will ich. Wenn ich irgendwie zu dem überhaupt komme. Also von hier mal nicht. Ich müsste, ja, zu dem nach oben. So, ich kann jetzt zu dem runter. Aber ich glaube, von hier geht es auch nicht weiter, oder? Ah, doch, da ist noch einer. So. Genau so. Ich glaube, da muss ich sogar hin, oder? So, nein. Ah, ich will doch nur runter. So, Freunde, wieder zurück. Jetzt aber nichts mehr nach unten. Gott sei Dank. So. Und hoch mit uns. Ja, sei gegrüßt. Hallo, wie geht's? Ich brauche was von dir, unbedingt. Da bist du ja. Eben hat sich der Bergsteiger gemeldet. Die Behandlung schlägt nicht an. Wir müssen schnell handeln. Ich hatte gehofft, die Antibiotika würden die schlimmsten Symptome lindern, aber dafür scheint es zu spät zu sein. Eine solche Infektion kann bei einer Hochschwangeren zu unzähligen Komplikationen führen. Selbst wenn sie überlebt, besteht das Risiko von Hirnschäden. Bis zum Hirntod. Bring bitte diesen Biodrucker-Prototyp und dieses Ferndiagnoseterminal für mich zum Bergsteiger. Das habe ich vor.
chirale Netzwerk eine Verbindung zu mir aufbaust, kann ich mit dieser Ausrüstung eine Diagnose stellen und sie behandeln. Über das Terminal können Sie Ihren Gencode übertragen. Mit ihm kann ich dann einen DNA-Impfstoff für den Druck ausarbeiten. Bis jetzt lassen sich so nur auf Viren und anderen nicht lebendigen Komponenten basierende Impfstoffe herstellen, aber in Zukunft könnte diese Einschränkung wegfallen. Dir sollte klar sein, dass das empfindliches Gerät ist. Mach es unter keinen Umständen kaputt. Oh, und danke. Einfach gesagt. So, ja, so, zack. Und das war's. Überspringen. So, bevor ich aber weitergehe, da. Ausrüstung herstellen. Ja, ich will noch ein paar TCKs. 2 Stück, auf alle Fälle. Zack. Hey. 1. Habe ich jetzt nur 1 hergestellt? So. Jetzt passt. Aufträge. Bot. Zack. Den hier. Ja. Jawohl. Setze autonomen Lieferbot ein. Das schafft er schon, der Bot. So, los geht's. Ich muss wieder hier hin. Und zwar von hier. So. Los geht's. Zack. Und. Ja. Seilrutsche benutzen. Genau. So, jetzt geht's zurück. Okay, ich versuch so schnell wie möglich. Hinzukommen. Ich muss hier hin. Nicht hier hoch, sondern hier lang. Das heißt. Nein. Oh, immer wieder den falschen Knopf. Kreis zum Absteigen, X zum Rutschen. So, und wieder zurück, Freunde. Und wieder zurück. Wir haben ja Zeit. Oh, was ist das hier? So. Und jetzt nach unten. So, vielen Dank. Zack. Und. So, holy moly. So, kann ich hier noch ein paar TCKs herstellen? So, 1-2 Stück noch. Für. Weiß nicht. Generatoren, Pilze. So. Ja, nice. Und noch mehr. So, überspringen. Bot-Aufträge sind immer gut. Material recyceln. Ausrüstung. Shit. Okay, 2 TCKs habe ich noch. So, dann geht's hoch. Los geht's. So. Und. Upsa. Entschuldigung.
Okay, es geht hier so, genau. Ich will jetzt mal an den Generator. So, vielleicht komme ich vom Generator aus. Hier kann ich wenigstens schon mal ein bisschen aufladen. So. Der erste war hier. Wenn ich den Berg hier hochgehe, müsste ich normalerweise vielleicht das Frachtseil sehen. Vielleicht. Ja, hallo. Dankeschön. Und ja auch. So, fertig mit dem Rennen. Okay. Kann ich? TCK? Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas bauen kann. Jawollo. Okay. Konstruktion. Ich komme hier hin. Ich komme hoch. Und ich muss hier hoch. Genau. Ja, das passt mir echt prima. Prima Ballerina. 3, 2, 1. Go. So, lass mich mal die Seilrutsche benutzen. So, ganz hoch, oder? Ja. So, ich glaube, da müsste auch der Pilz sein, oder? Ja, sieht mal so aus, wie wenn da ein Pilz wäre. So, jetzt hier hoch. Oder darüber. Ja. Und den Rest muss ich zu Fuß gehen. Aber ich. Ja, erstmal das chirale Netzwerk aktivieren. Und dann kann ich vielleicht schauen, ob ich oben eine Seilbahn hinbauen kann. Oder ob schon sogar gebaut sind. So, und zack. Okay, nichts wie. Oh, ich sehe es schon wieder. Was ist das hier? Chirale Kristalle. Danke, nehme ich alles mit. So, und go. Nichts wie weg. So, nee, bisschen Speed, so gut es geht. Ja, hoch mit uns. Und hier nochmal hoch. So, das wäre geschafft. Easy. So. Also mit den Rutschen ist es echt cool. Da hat man sich echt viel, viel Weg gespart. So, liefern, liefern. Yes. Easy. Dank den Seilrutschen. Dafür bin ich da. So. Ah, okay. Alles okay, alles gut. So. Laut Arzt funktioniert das Teil nur mit einer chiralen Verbindung. Also schließ uns an. Wir treten in UCA bei. Wir machen alles. Auf geht's.
Jawollo. Im chirale Netzwerk verbunden. Neuer Strang geknüpft. Uzi herbeigetreten. Oh yes, was? Krafthandschuhe. Cool. Trrrt. Netzwerk verbunden. So. Doktor? Ah, okay, ich aktiviere das Terminal von hier aus. Einen Augenblick bitte. Alles wird wieder gut. Mit diesem Gerät kann ich Sie untersuchen, als wäre ich vor Ort. Die Manipulatoren am Terminal kopieren meine Bewegungen hier exakt. Und mit dem Biodrucker kann ich Impfstoff nach Maß herstellen. Schade, dass meine Frau nicht mehr von diesen Geräten bauen konnte. Mehr als die hier haben wir nicht. Aber keine Sorge, wir werden alles tun, damit euer Kind sicher auf die Welt kommt. Oh, danke schön. Oh, das ist unglaublich. Du solltest ihm danken. Das Netzwerk, bei dessen Aufbau er hilft, wird die Medizin für immer verändern. Gut, dann wollen wir mal sehen. Du hast uns praktisch einen ärztlichen Hausbesuch organisiert, Sam. Besten Dank. Gut gemacht. BB-28 ist bald wieder im Einsatz. Auf das Kleine ist echt Verlass. Zieh es durch, Sam. Achtung, Sam. Ein neuer Auftrag vom Bergsteiger für dich. Er bringt dich in eine Region, die noch nicht im chiralen Netzwerk ist. Natürlich ist dies eine Chance, das zu ändern. Sieh dir das bitte mal an. Ich hasse den Bergsteiger. Ich hasse den Bergsteiger. Fotografin. Okay. So, Stiefel. Jawohl. Oh, du wirst die Krafthandschuhe lieben. Sie verbessern die Arm- und die Greifkraft enorm. Wenn du mit einem Seil eine Klippe erkletterst, schaffst du es deutlich schneller nach oben. Auch das Heben schwerer Fracht wird dir leichter fallen. Und damit nicht genug. Bist du schon mal einen Steilhang hinabgestürzt? Wahrscheinlich hast du versucht, mit den Händen abzubremsen, oder? Ja. Also, wenn du die hier trägst, kommst du viel schneller zum Stillstand. Versprich mir nur, dass du damit niemanden schlägst, okay? Dafür sind sie nicht gedacht. Das weiß man nie. So, und? Lass mich noch. Ja. Jawohl, zack. So, TCK, TCK. Anziehen. Anziehen. Jawohl. So, jetzt habe ich noch Stiefel 2. Die nehme ich mal mit als Ersatz. Yes. Stopp. Was war das eben? Auf dem Rücken. Anzug. Stiefelklammer 2. Ja, das passt. Ja. So, die Stiefel auf dem Boden, die sind ein bisschen im Eimer. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao, ciao.